Eine spannende Geschichte. 1894 von Friedrich und Pauline hier gekauft worden und seitdem, Achtung, in Familienbesitz. Ne? Und was macht es so aus, diese Mühle? Haben Sie da eine Idee? Ja, also über Generationen muss man schon Standvermögen besitzen, um hier draußen sich zu etablieren. Noch dazu, wo es in Lodersleben außer noch einer Windmühle ja früher auch noch zwei Wassermühlen gegeben hat. Das heißt vier Mühlen in einem Dorf. Und in Gatterstedt haben sich auch zwei Windmühlen gedreht. Also die Konkurrenz war schon groß. Und mein Urgroßvater hat zu meinem Großvater gesagt, Junge, die Leute müssen einen guten Grund haben, hier rauszukommen. Weil früher haben sie mit dem Auto sind sie nicht gefahren. Die haben mitunter ihren Handfahrern rausgeschoben in den Berg hoch. Und da hat mein Urgroßvater gesagt, Junge, du musst ja draußen Qualität liefern und darfst die Leute nicht bescheißen. Bescheißen lassen können sie im Dorf. Das ist doch mal eine Ansage, genau. Herzlichen Applaus dafür. Ja, Sie sind ja nicht alleine, Ihre Familie unterstützt Sie ja unglaublich. Und nicht zu vergessen, Ihre Frau Andrea an Ihrer Seite, Ihre Söhne, ich muss schauen, Benno und Frank. Und wie ich hier gelesen habe, schon die sechste Generation in Anmarsch, der kleine Finn, ein Jahr alt. Na, wenn das mal keine großen Aussichten sind. Einen wundervollen Applaus für unseren Hausherrn hier, Herrn Trautmann. Wir wünschen natürlich alles, alles Gute für die Zukunft. Keine großen Unwetter, ich weiß, da musste mal an der Mühle etwas repariert werden. Und etwas muss ich Ihnen auch noch sagen, bin ja ein bisschen neidisch. Sogar das Fernsehen war ja schon mal hier, ne? Ganz groß mit Herrn Ahland habe ich gelesen, eine Musiksendung vom MDR nehme ich an. Und was ist das Beste für eine Werbung für Sie, als diese Mühle so zu präsentieren? Und heute das wunderschöne Wetter macht es nochmal ganz besonders. Herzlichen Dank. Thank you.